Name ist Janis Oberzaucher. Mein Name ist Angelika Mitterbacher. Das Living Lab an sich muss man sich vorstellen wie so ein Ökosystem. Eigentlich kein klassisches Labor, sondern ein methodischer Ansatz, der es ermöglichen soll, von einer grundlegenden Idee über verschiedene Schritte bis hin zu einem Produkt zu kommen. Ja. Ein Parameter ist eben diese Nutzereinbindung von Anfang an. Und ein zweites Element ist, dass Technologien in diesem Living Lab entwickelt werden und auf ihre Anwendbarkeit überprüft werden. Also im Wesentlichen eher eine Innovationsmethodik als ein klassisches Labor. Also prinzipiell denke ich, dass es in Österreich momentan keine Modellwohnung in dieser Größe und in dieser Ausführung gibt, wo quasi so ein reales therapeutisches Setting simuliert wird. Jetzt haben wir die Situation, dass die Verweildauer von den Patienten in den Krankenhäusern immer kürzer wird und die Patienten dann auch immer kürzer für unsere Studenten zur Verfügung stehen. Und das macht einen gewissen Druck im Praktikum, also haben wir die Notwendigkeit, schon in der Lehre diesen Theorie-Praxistransfer so gut wie möglich anzubahnen. Wenn ich eine rheumatische Erkrankung habe, tue ich mir unheimlich schwer, Tomaten, Äpfel oder sonstige Nahrungsmittel zu schneiden, also mir ein Essen zuzubereiten. Und der Sinn dahinter ist, dass man mit dem Patienten erstens die passenden Hilfsmittel aussucht, die der Patient dann auch akzeptiert und verwendet, und mit dem Patienten auch die Handhabung geübt. Ich glaube, von der Länge her ist das auch für so Sachen ist es geeignet. Genau. Damit letztendlich sichergestellt ist, dass er diese Hilfsmittel im Alltag dann auch sicher verwendet und sie ihm tatsächlich eine bessere Handlungsfähigkeit ermöglicht. Die ganzen Labore im Rahmen des Living Labs werden nicht nur zu Vorlesungen genutzt, sondern die Studenten haben 24 Stunden am Tag Zutritt und können das auch für selbstgesteuertes Lernen nutzen. Also sie können jederzeit hereingehen und mit ihren Kolleginnen was ausprobieren, Übungssequenzen wiederholen, solange bis sie eben das Gefühl haben, dass dieser Theorie-Praxistransfer sitzt und sie so gut wie möglich eben auf das bevorstehende Praktikum vorbereitet sind.